Damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ja, ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass ihr einschaltet hier zu unserem ersten Training hier rund um die Fahrschule. Denn ja, wie ihr wisst, am Mittwoch geht's los. Da geht's in Richtung Fahrschule und da bleibe ich dann auch erstmal einen Monat. Und dementsprechend, ja, werden wir uns jetzt hier stündlich immer mal so eine, nee, nicht stündlich, sondern täglich hier immer mal so eine Stunde zusammensetzen und hier mal so ein paar Fahrschulbögen durchgehen mit der App, die ich hier bekommen habe von der smarten Fahrschule. Und dementsprechend könnt ihr natürlich mitmachen. Ja, das ist halt, das sind Fragen aus dem aus der Gruppe D, also Bus. Ja, also nicht wundern, warum ihr da jetzt dieses ÖPNV-Logo da seht. Da steht mein realer Name plus der Fahrschule. Ne? Ja, das muss ich erstmal wegblenden, weil es ja nun mal so ein bisschen Privatsphäre und so, wisst ihr ja, ne? Und dementsprechend, wie gesagt, werden wir jetzt halt mal so ein bisschen die ganzen Fragen jetzt so durchgehen und werden uns das Ganze halt mal anschauen. Mit dabei ist der Dennis. Hallo. Der hier auch so ein bisschen miträtseln will, weil er plant ja auch oder er hätte ja auch nichts dagegen, mal so Richtung Busfahrer zu werden. Und von daher kann man sich ja das ja mal angucken. Und was dann noch dazu kommt, ja, er hatte jetzt vor kurzem erst eine Fahrschule gehabt. Würde er die jetzt immer noch bestehen? Das ist natürlich eine gute Frage. Ja, und ja, wir begrüßen erstmal schön M6M Marzahn. Schönen guten Tag, dass du da bist. Und die restlichen 20 Zuschauer. Ich würde mal sagen, wir starten mal hier in unser Clever-Training. Das ist übrigens eine Android-App, ja. Also nicht wunder, dass es hier so ein bisschen komisch aussieht, ein bisschen groß aussieht. Ja, es gibt ja keine Programme mehr für den PC. Dementsprechend, ja, es ist jetzt hier alles Android, ja. Ja, so. Doch, es gibt BlueStacks, aber das Programm ist nicht so dolle. Wir werden gucken, ja, dass ihr miträtseln könnt. Ja, also so sieht das Ganze jetzt aus. Da wird es Videos geben, da gibt es dann halt immer diese Fragen, Bilderchen gibt es. Und da könnt ihr dann halt dementsprechend auch miträtseln halt, ja. Am besten wäre halt immer, wenn ihr dann wirklich immer dann reinschreibt, wenn ihr mitmachen wollt, 1, 2, 3, weil es gibt immer drei Antworten. Und da schreibt ihr dann einfach immer eure Antworten rein. Zum Beispiel 1, 2, 3, wenn natürlich alle drei sind. Oder 1, 2, wenn es nur die ersten beiden sind. Oder einfach nur 3, wenn es nur eins ist. Ja, da könnt ihr ja gerne mal gucken, wie ihr da abschneidet. Und dann machen wir das jetzt täglich halt immer so eine Stunde. Und denke mal, dann kriegen wir da doch irgendwann mal richtig im Kopf. Und vielleicht wollt ihr ja auch irgendwann mal Führerschein machen. Kann euch ja selbst ja persönlich ja auch nicht schaden. Und für mich ist es halt eine gute Unterstützung, weil, ja, ich gehe mal halt davon aus, dass das Ganze halt, je öfter man das Ganze macht, desto mehr brandet sich das halt in den Kopf ein. Das kann ich auch bestätigen, und zwar, ich habe nämlich zweimal meine Theorie verkackt, weil ich zu wenig gelernt habe. Dann habe ich mich mal richtig rangehalten, so wirklich jeden Tag 1,5 Stunden geübt, und dann nach 2 Wochen bin ich nochmal hingegangen und dann hatte ich das nur 2 Fehlerpunkte. Genau. Also ich werde die Fragen vorlesen, ich werde die Antworten vorlesen. Wenn ein Video kommt, dann werde ich natürlich nichts diesbezüglich da machen. Ja, dann lassen wir das Video einfach abspielen. Und ich würde mal sagen, ich habe, glaube ich, jetzt erstmal genug geredet. Wir fangen jetzt an. Also diese Aufgabe, wenn die falsch ist, gibt es 3 Punkte schon. Ja, ihr dürft in der Prüfung, wie viel waren das? 9? Maximal 10 Fehlerpunkte in der B-Prüfung. Und ich glaube tatsächlich, in der D-Prüfung sind sogar nur 6 Fehlerpunkte. Eieiei, siehst du, weißt du Bescheid. So, ein Polizeifahrzeug überholt sie und schert unmittelbar vor ihnen ein. Auf dem Dach erscheint in roter Leuchtschrift, bitte folgen. Für wen gilt dies? Für alle Fahrzeuge auf meinen Fahrstreifen, für nachfolgende Polizei- und Rettungsfahrzeuge oder nur für mich? So. Also, ich weiß die Antwort. Ja, die wissen wir wahrscheinlich alle. Ich habe es auch schon gelesen. Schon 2 Mal steht hier drin. Die 3, natürlich geht es halt nur für mich. Ach, nicht die nachfolgenden Polizei- und Rettungsfahrzeuge? Nein. So, wie verhalten Sie sich gegenüber Personen, welche die Straße überqueren, in die Sie einbiegen möchten? Den Personen das Überqueren der Straße ermöglichen, nur dann warten, wenn die Personen einen gekennzeichneten Überweg benutzen, zügig vor den Personen abbiegen. Dum, 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 dum. Ja, tatsächlich ist es da sehr umstritten. Und zwar habe ich das so gelernt, dass wenn du geradeaus fährst, dass du da niemanden großartig die Möglichkeit geben musst, die Fahrbahn zu überqueren, sondern nur wenn du rechts oder links abbiegst, musst du die Leute in der Straße, wo du eingebogen bist, rüberlaufen lassen. So, müsste es eigentlich das Erste sein. Genau, weil du biegst ab und wenn die Leute auf der Straße sind, also allgemein haben Personen eigentlich immer Vorrang.
Genau. Also Na, es ist außer du fährst geradeaus. Frage 2, Antwort 1. So, hupen. Einfach durchfahren. Genau. So, jetzt haben wir hier. Bitte starte den Film, um dich mit der Situation vertraut zu machen. Wer ist denn jetzt hier drin? Ich Hobby. Ach, der Hobby ist da. So, ich starte jetzt den Film. Guckt euch das Video an und dann passiert gleich eine Szene. Ich bin da. Grüßt euch alle. Schön, dass ihr da seid und hier miträtselt. Soll ich den Attila auch hochziehen wieder? So, habt ihr ein Video gesehen oder müsst ihr das nochmal sehen? Ich hab's gesehen. Okay. So, wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig? Ich verzögere, ich fahre gleichmäßig weiter, ich beschleunige. So, was haben wir jetzt hier? Helmlast hat schon die richtige Antwort gegeben. Ja, aber wäre mal schön, immer mal so ein bisschen, ne, die Also, Straße. um die Situation zu analysieren, wir fahren auf einer Autobahn, die jetzt wahrscheinlich Das kann einspurig auch eine wird, Bundesstraße sein, das ist oder egal. eine Bundesstraße, die zweispurig war und jetzt einspurig wird. Da geht natürlich Reißverschlussverfahren. In dem Fall hat der links vor dir, du darfst den nicht rechts überholen. Das heißt, der links vor dir hat Vorrang und du musst quasi verzögern, um ihn reinzulassen. Richtig. Einfach Reißverschluss. Genau. So. Das sind aber wirklich, ich habe ja vorhin schon mal so ein bisschen reingeschnuppert gehabt. Das ist halt wirklich, ja. So, jetzt kommt eine Frage hier. Wie viele Stunden beträgt die zulässige Tageslenkzeit? Jeden Tag 9 Stunden, Stunden. dreimal pro Woche auch 10 Stunden. Jeden Tag 10 Stunden, 9 Stunden, zweimal pro Woche auch 10 Stunden. Jeden Tag 10 Stunden. Sicher? Ja, im Bus war die. Dürfen nur 10 Stunden pro Tag fahren. Okay, da bin ich jetzt tatsächlich überfragt. Ich hätte jetzt tatsächlich. Nein, jeden Tag, dann bist du bei 70 Stunden. Das ist Ich wollte falsch. gerade sagen, ich wollte jetzt eigentlich sagen, das letzte 9 Stunden und zweimal pro Woche auch 10 Stunden. Das hätte ich jetzt gesagt. 9 Stunden, zweimal pro Woche auch 10 Stunden. Das hätte ich jetzt nämlich gesagt. Dann die Busfahrer dann machen Nemlas im sagt auch Schnitt. dasselbe, Fasus sagt 3, Tobi sagt 1, Mauritius sagt 3. Also Also 3 ist in der Überzahl. 9 Stunden, zweimal pro Woche auch 10 Stunden, ja? Ja. War richtig. So, jetzt können wir uns hier nochmal die Erklärung. Achso, nee. Normalerweise. Achso, dann ist es nur beim Falsch wahrscheinlich mit den. Genau. Nur bei dem, wenn du falsch hast, dann macht er das Ganze, dann, wo er es erklärt. Leider eigentlich. Also ich finde es gut, wenn man das immer hat. Naja, gut, das sind jetzt so Sachen, die stehen dann wahrscheinlich im Buch drin, weil Na. also das mit den Tageslenkzeiten beim Busfahrer ist ja sowieso, aber ich glaube, das war jetzt nicht auf den Busfahrer bezogen. So. Da habe ich gewonnen, weil die Busfahrer sind Weil die. Busfahrer dürfen, also laut dem Buch, was ich habe, maximal innerhalb von 2 Wochen dürfen die 90 Stunden fahren. Richtig. Genau. Aber 9 Stunden, zweimal pro Woche auch 10 Stunden? Das ist tatsächlich so, dass du ja quasi eine Lenkzeit von 4,5 Stunden hast. Die hast du beim Bus meistens eigentlich nicht. Du fährst ja nicht 4,5 Stunden eine Strecke. Du hast ja zwischendurch auch mal kurze Pausen. Da ist es, glaube ich, auch wie beim LKW. Und da hast du auch die Möglichkeit, 9 Stunden und zweimal pro Woche auch 10. Okay. So, machen wir weiter. Oh, noch eine So, wichtige Frage. es gibt wieder einen Film. Hui. So, habt ihr gesehen alle? Ja. Der kommt da ein bisschen schnell rausgeschossen. So, Oha. warum müssen Sie jetzt stark bremsen? Wegen des PKWs. Ja, natürlich. Der LKW müssen wir uns eigentlich keine Sorgen machen und der Traktor ja eigentlich auch nicht. Also Nö. das ist, sagt jetzt alle PKW? Also ich kann den Film jetzt nochmal starten, ja? Ja, aber es war eigentlich eindeutig. Weil der Traktor war noch weit genug weg, der LKW hat auch nicht großartig gezeigt, dass er fahren möchte. Nur der Blaue meinte. Nee, weil er wurde jetzt langsam, genau. Aber er zieht hier so rum, dass er wahrscheinlich die Kurve ja nicht mehr kriegt. Deswegen würde ich Richtig. jetzt auch sagen, der PKW. So. Ja, weil er Genau. tut ja mit seiner Front ja kurz die zweite Spur mit Streifen. Dann. Ne, der Traktor ist langsam Phasus, aber der war noch knapp, sagen wir, 40 Meter entfernt. Also. Aber du musst ja halt beachten, der Blaue kommt uns schon auf die Spur ruf. Genau, Der der LKW stand ja und der Traktor ist ja noch ein bisschen weiter entfernt, aber der Blaue Ja, der ist 50, kommt also. uns entgegen und fährt auf Ja. unsere Spur. Ja, Ja. bis dann kannst du knallen. So, weiter.
Ein nächster Film. Oh. Radfahrer. Das sind mir die Liebsten. So, jetzt muss er so abspielen, das wäre großartig. Hallo? Jetzt. Wahrscheinlich lädt er den Film. In Hamburg gibt die Fahrradfahrer der Wiesn an Meer. Die Videos sind echt gut geworden. Ich meine, ich kenne die Videos halt auch von früher, die waren nicht so detailreich. Nee, die Videos von heute sind wirklich gut geworden, das muss ich auch sagen. Ich habe mir mal Videos von damals angeguckt. So, okay. Jetzt haben wir allerdings nicht aufgepasst. Also wir fahren eigentlich den Radfahrer die ganze Zeit hinterher. Ich auch nicht. So. Ich denke mal, die Frage wird sein, was du jetzt tun sollst. Also er blinkt, genau. Wir fahren geradeaus weiter. Der kommt uns jetzt entgegen hier. Hinter uns ist ein LKW. Ja. So, da vorne kommt einer. So. Gut, gehen wir mal zur Aufgabenstellung. So, wie verhalten Sie sich in dieser Situation? Ich überhole den Radfahrer. Ich hupe, damit der Radfahrer Platz macht. Ich bleibe hinter dem Radfahrer, weil eine durchgezogene Linie ist. Wir dürfen den gar nicht überholen. Nötigung. Genau. Sobald die Linie durchgezogen ist, ist Überholung verboten. Nummer 3. Nummer 3. 3. So. So. Wie sichert man den Verkehrsraum hinter dem Fahrzeug beim Rückwärtsfahren von einem Grundstück in einer Straße ab? Durch Einschalten der Warnblink, durch Sicherungsposten, durch mehrmaliges Hupen. Naja, selbstverständlich. 1 und 2. Selbstverständlich mehrmaliges Hupen. Ach so, okay. Bei der Warnblinkanlage bin ich mir gar nicht so sicher. Also Nicht Posten, sondern Posten. Also du hast einen zweiten Fahrer oder du holst dir eine Person dazu. Aber die Warnblinkanlage, das ist ja keine Warnung, die du gibst. Also du weißt ja nichts. Als LKW-Fahrer oder als Busfahrer in dem Fall ist es, glaube ich, nötig. Ich weiß es aber nicht. Also Philipp Grosche schreibt Blinker und Posten. So, also, bei Berlin hast du ja eindeutig die 3. Das stimmt. Ich mach's an. Ich persönlich würde jetzt aber tatsächlich nur sagen, ich würde nur den Sicherungsposten nehmen. Ja, ich würde 1 und 2 nehmen, tatsächlich. Also wenn ich jetzt falsch habe, ist hier oben 4. So, Warnblinkanlage darfst du nicht vieles machen, trotzdem. Bier durch langes draufklicken, auf dem Text musst du nichts vorlesen. Das macht er selber. Was? Was macht er selber? Er liest anscheinend selber vor, wenn du lange auf den Text klickst. Hier oben, oder wie? Nee, auf den Fragentext. Das wird nicht. Nö, das wird nicht, nö. Nee, eine andere CD. So, okay, also ihr sagt also jetzt... Also Nameless sagt nur 2. Und Nameless macht ja auch gerade Busführerschein, wenn ich das gehört habe. Mhm. Also du sagst ja auch nur 2, ne? Dann nimm doch nur 2. Ich würde auch nur 2 sagen. Ja, dann nimm doch nur 2. Die Antwort ist richtig. Ah, siehst du, dann hätte ich falsch gelegen. Mhm. Aber gut zu wissen. Ja, ich gebe auch Doppelfragen. Basis sollte vielleicht noch den Nightbot. Worauf kann Warnblinklicht hinweisen? Auf Schulbusse, bei denen Kinder ein- und aussteigen? Ja. Ja. Auf liegen gebliebene Fahrzeuge? Ja. Ja. Und auf einen Stau? Selbstverständlich. Ja. Alle 3. Und alle 3 sind richtig. Nett. Ja. Die berühmte 3-Frage. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Kennst auf einen Bahnübergang noch? In etwa 80 Meter, auf einen Bahnübergang in etwa 240 Meter, auf einen Bahnübergang in etwa 160 Meter. Bevor du jetzt in den Chat guckst, kennst du dieses Zeichen? Ja, natürlich kenne ich die. Gut. Viele verwechseln das nämlich, das hat mir mein Vater erzählt, verwechseln das gerne mit den normalen Baken von der Bundesstraße zur Abfahrt. Denn die sind ja in 100er Schritten und die sind nur in 80er Schritten. Die haben aber doch keinen roten Streifen. Nein, 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 die sind gelb und haben schwarzen Streifen. Ja. Oh, das ist mein Schild. Richtig, also wir haben schon drinnen ein paar Mal die 1, selbstverständlich ist es die 1, ne? Ja, auf einem Bahnübergang in 80 Meter. Wenn du dreimal hast, ist es 2,40, wenn genau, du zweimal hast, 1,60. Genau. Ja. Also ganz einfach. 80 Meter Schritten geht's da weiter. Richtig. So, wie sollten Sie sich jetzt verhalten? Ich überhole den Radfahrer, ich bleibe bremsbereit und ich bremse auf Schrittgeschwindigkeit ab. Denn wir sehen nämlich da Kinder, die da stehen, wir haben einen Radfahrer. Der Radfahrer wird wahrscheinlich das gelbe parkende Fahrzeug wahrscheinlich überholen. Das Kind sieht schon so aus, als ob es jetzt schon anfängt, über die Straße zu laufen. Kleine Info, bevor du mal hier was machst, guck mal, du hast, glaube ich, die Möglichkeit, in diese weißen Kästchen zu klicken. Ja, wozu ist das da? Das sind die verschiedenen Variationsmöglichkeiten der Bilder. Aha. Dass du mehrere Situationen hast, die du sehen kannst. Naja, gut, aber ist ja, im Endeffekt ist es ja immer das Gleiche.
In dem Sinne schon, aber viele können sich dadurch irgendwie besser in eine Situation anlassen. Irgendwie. Okay, also ich würde sagen jetzt, ich bleibe bremsbereit, weil Kinder könnten ja schnell loslaufen. Und ich bremse auf Schrittgeschwindigkeit runter, weil der Radfahrer ja wahrscheinlich auch noch ausscheren könnte, ne, weil er das gelbe Fahrzeug da überholt. Also würde ich jetzt sagen 2 und 3. Richtig. Da bin ich ganz so. Genau, Namla schreibt auch 2 und 3. Brex schreibt auch 2 und 3. Lukas, grüß dich. Was für ein gelbes Fahrzeug. Also, was sagt ihr? Ihr beiden? Ja, 2 und 3. Ich sag 2 und 3. Dann sind natürlich beide richtig. Naja. Sigi, morgen, morgen, grüß dich. Am schwierigsten werden wirklich die Fragen für den Bus, also die wirklich bisher für den Bus gestellt sind. Hast nicht du schon die BKF-MPU gemacht? Wenn du mir jetzt sagst, was eine BKF-MPU ist. Also ich musste schon zum Betriebsarzt, ja, aber die MPU ist doch... aber der MPU-Test ist doch für, also ist doch auch der sogenannte Idiotentest, den kriegst du dann, den machst du doch nur, wenn der Scheiße gebaut hast. Ja, richtig. Hast du schon den Stresstest gemacht? Aber Scheiße, hast du doch schon gebaut. Omsi ist da. Ein Radweg, auf dem eine Gruppe von Kindern fährt, endet. Also nochmal, ein Radweg, auf der eine Gruppe Kinder fährt. Womit müssen muss gerechnet werden? Dass die Kinder absteigen und warten, bis alles frei ist? Genau. Bedenkenlos auf die Fahrbahn wechseln, zu zweit in die Fahrbahn, kommen. Haben wir hier? 2 und 3. Richtig. 2 und 3. Und man muss immer mit den Fehlern anderer rechnen. Richtig. Du bist eigentlich immer der, also jetzt in diesem Test, den du machst, bist du immer der bist immer der Doofe, weil du machst, ob du das nachher im Straßenverkehr wirklich machst, ist halt immer so eine andere Sache dann halt, ja? Nee, ich soll nur zeigen, dass du es hier weißt, aber wie du es letztendlich umsetzt, ist deine Sache. Ja. Ich habe dieses Verkehrszeichen nur vor euch in der Fahrschule nie gesehen oder irgendwo. Ich sehe es auch heute kaum. Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen? Das ist eine Kreuzung. Also, nein. Doch, das ist also eine Kreuzung. Es soll eine Kreuzung darstellen, aber dieses Schild hat eine andere Bedeutung. Bremsbereit sein, nur den von rechts kommenden Verkehr beobachten und Geschwindigkeit vermindern. Was sagst du? 1 und 3. Richtig. Das ist nämlich das Verkehrszeichen für rechts vor links. Nein, das ist falsch. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Das ist Achtung, Kreuzung. Achtung, Kreuzung. Ja, geht rechts vor links. Wenn du dieses Verkehrszeichen siehst, kannst du davon ausgehen, dass da immer rechts vor links ist, solange kein anderes Verkehrszeichen ist. Okay, okay. Dann haben wir jetzt schon mal so Achtung, warte mal, Achtung, Kreuzung. Ja, machen wir. Links ist ein gelbes. So, hier haben wir das Schild. Achtung, Kreuzung. So, demnächst kommt eine Kreuzung oder eine Einmündung. Hier gilt, Tatsache, rechts vor links. Was bedeutet das? Bremsbereit sein. Hier müssen Sie langsam heranfahren und den von rechts kommenden Fahrzeug Vorfahrt gewähren. Richtig. Aber du darfst nicht nur den von rechts kommenden Verkehr beobachten, weil du musst ja auch gucken und mit den Fehlern anderer rechnen. Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gewusst. Ich auch nicht. So, Das Schild heißt Achtung Kreuzung, rechts vor links. Also hier geht rechts vor links. Hier das andere. Nur den von rechts kommenden Verkehr beobachten. Das ist ja dann Quatsch denn, oder? Das ist Quatsch, weil du musst ja auch mit den Fehlern anderer rechnen und andere können ja denken, dass dieses Schild nicht rechts vor links bedeutet, so wie du. Maurice schreibt auch rechts vor links. Ja, es ist halt, das ist halt das Ding. Damals wurde dieses Verkehrszeichen sehr oft eingeführt, bis sie dann, weil damals irgendwie noch nicht die rechts vor links bei jeder Kreuzung implementiert wurde, aber inzwischen ist es so und die Verkehrszeichen werden nach und nach abgebaut. Und weil in diesen Kreuzungen rechts vor links geht. Ja, dafür neue Schilder doch für links vor rechts eingeführt. Also bleiben wir jetzt bei 1 und 3, ja? Ja. Das ist richtig. Sie fahren mit Tagfahrlicht in einen so gekennzeichneten beleuchteten Tunnel. Wie verhalten Sie sich? Ich schalte das Standlicht ein. Ich brauche kein Licht einzuschalten. Ich schalte das Abblendlicht ein. Ich brauche nur Licht. Ich schalte das Standlicht ein. Nein. Immer, wenn du in einen Tunnel fährst, Abblendlicht. Immer. Immer. Egal, immer. Normalerweise möchte der Start ist mittlerweile so, dass du immer jetzt Licht an hast, dass du immer mit Licht fährst. Ja, es soll in Polen eine zum Beispiel, da ist das ja wohl schon, ja, da musst du, und Schweden glaube ich auch, da musst du permanent mit Licht fahren. 90% der EU-Länder oder auch in Skandinavien musst du Abblendlicht anhaben oder zumindest Tagfahrlicht.
So, 3, weil jede Zeit könnte im Tunnel das Licht ausfallen und dann wäre es dunkel. So, 3 ist für den Tunnel, also alle schreiben alle 3, also kann es nur 3 sein. Ich schalte das Ablendlicht ein. Wundervoll. Hobby, hast du eigentlich Führerschein? Nein. Okay. So, das ist spannend. Wer muss hier die Fahrtrichtungsänderung anzeigen? Ich selbst, der gelbe Pkw oder der Traktor? So, schauen wir mal. Also, eigentlich alle. Richtig. Du musst gucken, also wir sind auf der Hauptstraße, wir wollen da links in die Nebenstraße, also müssen wir sowieso nach links blinken. Der Pkw, der kommt von der Nebenstraße und will auf die Hauptstraße, also muss er auch blinken. Und der Traktor, der will nach rechts abbiegen, der muss sowieso blinken, also alle drei. Cool, wer müsste als erstes fahren? So, wenn es danach gehe, würde der Traktor zuerst fahren, dann ich und dann der gelbe Pkw. Richtig. Wenn du gerade ausfährst, hast du sogar Vorfahren. Ja, gut, aber das war jetzt ja nicht die Frage gewesen, Hobby. Weiß, sag's ja nur. Weil das ist aber damit verwirrst du einen wieder, weil das geht ja nur um die Situation jetzt hier. Und zum Abbiegen. So, okay, machen wir weiter. Und natürlich ist alles richtig. Mit Schnee. Warum kann hier das Rechtsabbiegen gefährlich werden? Weil ich möglicherweise nicht rechtzeitig anhalten kann, wenn Fußgänger die Seitenstraße überqueren, weil mein Fahrzeug bei zu schnellem Abbiegen ins Schleudern geraten kann und weil Fahrzeuge, die aus der Seitenstraße kommen, beim Abbremsen ins Schleudern geraten können. So, Facegamer, grüß dich. Also, unsere Time. Also ich sage alle 3. Oh, es kann rutschig sein. Geh immer vom Schlimmsten aus. Also 1, 2 und 3. Genau, also weil wie gesagt, Fußgänger, die kommen immer zum ungünstigen Zeitpunkt. Richtig. Ja? Da kann ich heute mal eine schöne Situation erzählen. Ich fahre jeden Tag den gleichen Weg zur Arbeit. An der Kreuzung fahren die Radfahrer meistens auf dem Fußweg und dann haben sie meistens, wenn ich abbiege, haben sie rot. Weil das ist einfach Rechtsabbiegerampel und Geradeausampel sind getrennt. Trotzdem ist es manchmal, also ich habe heute gemerkt, dass es wirklich wichtig ist, einen Hinterblick zu machen. Wäre ich nämlich einfach gefahren, hätte ich den Radfahrer an meiner Seite gehabt. Der ist nämlich einfach gefahren bei Rot und meinte, seine Ampel gar nicht beachten zu müssen. Naja, aber das ist ja leider normal hier. Ja, deswegen, also da bin ich heute froh gewesen, dass ich da auch wirklich immer bei dieser Kreuzung diesen Schulterblick ausführe. Hätte ich es nicht getan, mausetot. Also der Radfahrer so, wahrscheinlich. Facegamer schreibt, Bio, ich habe vom Freund gehört, dass das Kölner Ibis dann im Roselas nicht funktioniert. Ah, okay. Und wie geht es dir, Bio? Ganz gut, guten Abend, entspannter Gamer. Guck mal, aber auch richtig auf die Bilder. Gibt es sonst einen Fang, dass zum Beispiel ja schon eins blinkt? Was jetzt nochmal? Guck aber auch richtig auf die Bilder. Gibt es so einen Fang, dass zum Beispiel ja schon eins vielleicht blinkt? Vielleicht meint er eine Fangfrage. Aber da ist keine Fangfrage, da kannst du dir sicher sein. Ein Mensch schreibt, Servus, na, das heutige Thema gefällt mir. Auf dem Bild ist rechts besonders vereist, darum auf jeden Fall 4. Hä? Ja, stimmt, weil da liegt ja mehr Schnee auf der Seite der Straße als gerade. Und mit welcher Geschwindigkeit biegst du mit Bus rechts ab innerorts? Ja, mit 20, 30 halt, ne? So, also alle 3. Seit letztem Jahr tatsächlich mit Schrittgeschwindigkeit. Also nicht mehr als 6 bis 8 km/h. Ja, es kamen da neue Fragen, die sicher dazu. Sie wollen aus einem verkehrsberuhigten Bereich in eine Straße einfahren. Von links kommen Radfahrer. Wer muss warten? Ich muss warten, der Radfahrer muss warten. Alle müssen anhalten und sich dann verständigen. So, Sie wollen aus einem verkehrsberuhigten Bereich in eine Straße einfahren. In einem Verkehrs... Also darf ich kurz erklären? Ja. Wenn du in einem verkehrsberuhigten Bereich bist... Wir haben immer alle anderen Vorfahrt, egal was irgendwie ist. Also du hast meistens eigentlich nirgendwo ein Schild stehen mit irgendwas, aber immer haben alle anderen Vorfahrt. Du bist derjenige, der allen die Vorfahrt gewähren muss. Bei verkehrsberuhigter Bereich heißt es in dem Fall Spielstraße. Ja, das würde ich jetzt auch fast sagen, weil das ist doch das mit diesen abgesenkten Bordsteinen dann immer meistens dann auch einfach, ne? Richtig. Mhm. Namelast, 8 bis 11 km/h ist... Wagt man, aber meine Fahrschule hat mir tatsächlich gesagt 6 bis 8 km/h eigentlich. Also vom Fahrschulauto her ging das so aus.
So, Sie fahren einen Bus, der mit einer Haltestellenbremse ausgerüstet ist. Wann dürfen Sie die Haltestellenbremse benutzen? Während des Haltens an Haltestellen, beim Abstellen des Busses anstatt der Feststellbremse, beim Abbremsen in starkem Gefälle? Natürlich beim So. Abbremsen im starken Gefälle. Also merkst du, ja, das sind so Fragen für D. Ja, also Aber wie gesagt, da ist nur eins richtig. ist nur eins richtig, genau. Die Haltestellenbremse. Obwohl unsere Fahrer machen das halt auch so, ja, die fahren an der Ampel ran, ja, hauen die Haltestellenbremse hin, machen sie wieder raus, ja, und dann müssen sie aber nicht mehr die ganze Zeit auf der Bremse stehen. Genau. Macht, muss man aber nicht. Ich finde es aber auch eine gute Sache. Weil, aber da musst du natürlich gucken, wie der Bus reagiert. Es gibt ja auch Haltestellenbremsen, die automatisch dann auch die Christian, Türfreigabe das ist raushauen. jetzt zum Beispiel eine Frage, die jetzt speziell nur für Busfahrer jetzt, also für die Ausbildung D jetzt ist, ne? Richtig. Du sollst, du Ja. hast aber trotzdem Fragen vom B-Bereich, weil du, die müssen ja auch Genau, wissen, ob du genau. noch die Grundkenntnisse kennst. Ich hatte zum Beispiel vorhin eine Frage gewesen, ist ein Bus, ja, mit einem 100er Schild gekennzeichnet, ja, also hinten an der Scheibe steht Tempo 100, dass er Richtig. Tempo 100 fahren darf. Wie schnell darf er außerorts fahren? 100. Ich, nein, genau, das 80. wusste ich nämlich nicht. Ich dachte, Was? der darf auch nur 80 fahren. Ach so, okay. Ich dachte jetzt, ich läge falsch, aber gut. Ich wollte gerade sagen. Und der Bus hat Siehst du, keinen. bei Name Nein. und Last schreibt nämlich auch 80 außerorts. Aber Wenn ein. es gibt eine Sonderregelung, bei denen, wo diese Kleber drauf sind, dürfen die tatsächlich 100 fahren, wenn es Das natürlich steht bei erlaubt dem. ist. Wenn es Das kann erlaubt man ist. tatsächlich. Das kann man tatsächlich, ja, 100 auf Autobahn, richtig. Aber außerorts ist meistens mit Autobahn gemeint. Ja, Meistens. und der So. Bus hat Und keinen. Bundesstraße, meine Freunde, sind übrigens nur 60. Was? Und Bundesstraße sind keine 60, da kannst du auch. doch, da Oder 61. 80 war. Also meines Wissens nach 60. Nee, also Also. ich weiß jetzt nicht, von was du jetzt von der Bundesstraße redest, aber wenn du jetzt so zum Beispiel jetzt Richtung, ich sag mal, Mahlsdorf jetzt rausballerst, da hast du erst 60, dann 70 und dann kommst du irgendwann mit 100. Warte, Geschwindigkeit. Also auf die B27 fahren auch mit Landstraßen. 80 mit der Busse. Auf Landstraßen mit Gegenverkehr tagsüber 95 km pro Stunde und nachts 85 km pro Stunde. Ohne Gegenverkehr sogar 110 km pro Stunde. Was? Na gut. Hier stimmt aber was nicht. Deswegen, also es ist schon so ein bisschen komplexer, ja, aber wie gesagt, hier ist es jetzt wohl eindeutig, ne? Ja, unsere Busse sind ja gedrosselt, die können ja nur bis 80, maximal Hier, 85. hier. Ich gucke jetzt vom, also Wissen vom Bußgeldkatalog. Auf der Landstraße darf ein Linienbus nicht schneller als 60 km die Stunde fahren, wenn nicht für jeden Fahrgast ein Sitzplatz verfügbar ist. Habe ich auch nie gehört. So, welche Geschwindigkeitsbegrenzung geht für Busse auf der Autobahn? Reisebusse dürfen unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 100 km pro Stunde Ja, auf der genau. Autobahn fahren. Erfüllen Sie diese nicht, gilt hingegen eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h. Genau, und das ist dann dieses extra Aufkleber, was da hinten dann draufklebt, dann mit dem Genau. 100. Genau. So. Sie möchten rückwärts fahren. Worauf müssen Sie achten? Ich muss da hinten überstehende Ladung berücksichtigen. Es reicht aus, wenn ich die Rückfahrkamera benutze. Ich muss mich erforderlichfalls einweisen lassen. Einweisen lassen. Erforderlichenfalls. Eins und drei. 1 und Ja, 3, richtig. bei Ich hab's jetzt uns auch brauchst du gemerkt. einen Einweiser. Du Eigentlich. darfst mit dem Bus sowieso nicht rückwärts fahren. So, Also eigentlich nein. nicht auf der Straße. Und Nein, auch Betriebshof bitte. darfst du natürlich machen, was du willst, ja. Das fand ich Ja. heute ganz toll. Da habe ich einen Doppeldecker gesehen am Britzer Hof, der rückwärts in die Halle reingefahren ist. Das war schön. Na Ja, wie gut, und? gesagt, wenn es Privatgelände ist, dann kann er natürlich rückwärts fahren, so viel er will halt, ne? Aber er darf alleine nicht rückwärts fahren auf öffentlichen Straßen. Da Eigentlich braucht er einen nicht. Einweiser für. Ich schon, aber manche machen auch trotzdem. Ja, aber da weißt du, er macht jedes Mal, setzt er sein Führerschein aufs Spiel, Ich wenn er weiß, irgendwie. dass man beim Gelenkbus, auch beim Zollbus, eigentlich einen Einweiser braucht, und du Genau, der lieber. tote Winkel hinter dem Bus. Ich meine, eine Rückfahrkamera, ne, macht es schon weg, aber trotzdem, auch wenn der Bus eine Rückfahrkamera hat, darfst du trotzdem nicht rückwärts fahren. Weil Nein. unsere Regiobusse haben eine Kamera dran, ja. Bei uns haben nur die Carver City eine Kamera dran. Nee, Ist ja bei genauso, uns haben auch die C2 und alles was, ne? ist Bei ja uns genauso nicht. beim Hamburger Zopp. Da fahren die Busse ja Okay. auch rückwärts raus, aber meistens nur mit Einweiser. Die machen bei uns So, ohne. Nebel Ja. schränkt die Sicht auf knapp 50 Meter ein. Was gilt in dieser Situation für Kraftfahrzeuge über 7,5 Tonnen zulässiger Gesamtmasse? Auf Autobahn darf überholt werden, aber sowas von. Die Na zulässige klar. Höchstgeschwindigkeit beträgt auf allen Straßen 50 km/h. Auf Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften ist das Überholen verboten. 2 und 3, würde ich sagen, ne? Mhm. Ja.
Nebel 2 und 3. Also, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Man sagt ja eigentlich, wenn man nach Sicht halber Tacho. Ja, deswegen passt das ja auch nicht, weil du kannst ja auch in der Stadt halt 50 km/h fahren. Ja, wenn du also, ja, das ist halt die Frage, ne? Aber man sagt ja eigentlich, je nachdem beim Nebel soll man einen halben Tacho fahren. Heißt, wenn du 50 Meter Sicht hast, dann hast du, eigentlich, glaube ich, nur 25 fahren. Ja, weiß ich nicht. Also, Faso schreibt gerade, halber Tacho gilt nicht für Busse. Okay. Bei Auto, bei Auto ist halber Tacho. Ja. Okay. Also, die erste Frage. Ja, dann nimm 2 und 3. Also, ich bin mir halt nicht sicher, was 2 angeht. Also, ist klar, überholen, ist klar. Ja, wollte gerade sagen, überholen ist definitiv tabu, ja. Ja, warte. So, da haben wir den Faso jetzt, oder wie? Anscheinend. Nein, ich bin frei. Der Willi. Vielleicht kannst du auch noch. Ich gerade deinen Stream hier an. Ah, bitte, guck dich aus hier. So, ich hatte mal einen Bus gesehen, dass ein Busfahrer ohne Einweiser rückwärts gefahren ist. Ja, wie gesagt, also. Das gibt's auch, aber eigentlich brauchen sie einen Einweiser. Eigentlich schon, aber siehst du, die machen was sie wollen, manche. Es waren beide Antworten richtig. Ah, okay. Also, ja, gut. Wissen wir auch schon wieder Bescheid. Sie haben ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Trotz angemessener Wartezeit ist der Geschädigte nicht erschienen. Was müssen Sie tun? Auch eine B-Frage. Warte mal, was heißt denn angemessene Wartezeit? Angemessene Wartezeit 1 bis 2 Stunden. Ja. Ich warte doch nicht 1 bis 2, nur wenn ich den Kratzerin gefahren habe. 15 bis 20 Minuten. Echt? Ich dachte 1 bis 2 Stunden. So. Nein. Was ist denn jetzt los? Den Namen, die Anschrift und die beschädigte Fahrzeug hinterlassen und den Unfall. So, Sie dürfen den Unfallort ohne weiteres verlassen, selbstverständlich. Ja. So machen wir es in Omsi auch immer. Richtig. So, Ihren Namen und Ihre Anschrift am beschädigten Fahrzeug hinterlassen und den Unfall unverzüglich der Polizei melden. Es genügt, Ihren Namen und Ihre Anschrift einem unbeteiligten Zeugen zu geben. Das ist absolut Blödsinn. Hier in dem Fall ist es die 2. Ja. Das ist auch eine B-Frage, da hast du die genauso. Was ist eine B-Frage? Ne, vom B-Führerschein gibt es die Frage O. Guck mal, das ist eine Basic-Frage. Schreiben auch alle 2. Selbstverständlich. Ja, wenn du gleich abhaust, ist Fahrerflucht. Ich bin die Fahrerflucht bei uns. Guck mal hier. Sie nähern sich nachfolgende Verkehrszeichenkombination. Was ist hier zu beachten? Die im Kreis befindlichen Fahrzeuge haben Vorfahrt. Beim Einfahren in den Kreis muss geblinkt werden. Das Verlassen des Kreises muss durch Blinken angezeigt werden. Ja, alles 3, ne? Aber es macht ja keiner was mehr. Was nochmal? Auf jeden Fall alles 3, ne? Genau, alles 3. Ja. Aber es macht ja keiner mehr blinken rein, blinken rausfahren. Nein, weil man auch rein, weil man nicht rein blinkt in einen Richtig, Kreisverkehr. Man blinkt nur raus. Oder man blinkt nur raus. Also, wir haben hier 1 und die 3. Obwohl diese Konstellation hier mit dem Achtung. Mein Gott! Schmeißt du gleich ins Bett weg damit. Ja, ich hab beobachtet. Die meisten blinken da nicht mehr, wenn die rausfahren und Kreisverkehr sind auch sofort zum Blinken geworden. Das kommt dann als Kommentar dazu. Ja. Ja, Datenschutz, muss der Kinder wissen, wo Kindle. So, bei kleinen Kreisen blinkst du aber vor, was, vor Einfahren mit Bus? Nein, du blinkst nicht bei einem Kreisverkehr rein, das ist ein Fehler. Richtig, das ist ein kompletter Fehler. Ob du mit Bus oder mit LKW fährst, spielt keine Rolle, du blinkst nicht rein. Nicht die Kinder durch die Wohnung werfen. Nicht die Kinder durch die Wohnung werfen. Gib mir Mühe. Doch, wenn du drüber fährst. Wann fährt man über einen Kreisverkehr drüber? Es gibt Kreisverkehre, die haben ja keine Ausbuchtung in der Mitte. Die haben ja unten das gekennzeichnet, einfach nur, dass du da um den Kreis fahren musst. Aber auch dann blinkst du ja nicht, wenn du jetzt reinfährst, blinkst du ja nicht links. Du blinkst trotzdem rechts raus, weil du musst dich ja trotzdem dem Kreisverkehr trotzdem anordnen. Was Philipp meint, nicht reinblinken und doch gibt es auch mit reinblinken, das ist ein Kreis in den Fall. Dann ist es kein Kreisverkehr. Ich kenne hier in Berlin tatsächlich genug Kreise, die aber keine Kreise sind, sondern Einbahnstraßen, die rundherum sind. Aber halt mit Pfeilen. Aber das sind keine Kreisverkehre. Ja, dann wollte ich gerade sagen, es ist kein Kreisverkehr. Ein Kreisverkehr muss immer mit diesem Zeichen gekennzeichnet werden. Richtig. Sonst ist es kein Kreisverkehr. Ich habe noch nie, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe ja jetzt in der Fahrschule habe ich das ja auch mal gefragt, ob es sowas gibt. Aber der meinte zu mir, er hätte sowas noch nie gesehen. Ja. Also ich sage jetzt 1 und 3. Ja, also Nameless soll mir jetzt
Nameless sagt er, dass es da wäre. Und dann soll er mir einmal, dann soll er einmal bitte ein Foto davon machen, ob dieses Verkehrszeichen auch wirklich da ist. Weil das da, das würde mich jetzt interessieren. Und genau, dann kann ich genau. Zu meiner Fahrschule gehen. Fahrschule schreibt nämlich gerade richtig, weil Kreisverkehr und kreisförmiger Verkehr sind zwei verschiedene Sachen. Richtig. Und ein kreisförmiger Verkehr wird niemals mit diesem Zeichen gezeigt. Boah, was war denn da los, Alter? Keine Ahnung. So. Vor ihrem Fahrzeug flüchten mehrere Rehe über die Straße. Womit müssen Sie rechnen? Dem Rudel können weitere Einzeltiere folgen. Das Rudel kann zurückkommen und die Straße erneut überqueren. Und mit weiteren Tieren ist nicht zu rechnen. Natürlich das Letzte. Ja, das ist total. Die haben sich abgemeldet. Also wir haben hier natürlich 1 und 2. Das ist ja... Ja. Das ist, ich glaube, hier allen sollte das klar sein. Mach in Ruhe, Nameblaster. Aber es würde mich halt wirklich interessieren, weil ich habe sowas noch nie gesehen. Oh, hier. So, Ihr Fahrzeug ist eingeschneit. Was müssen Sie tun, bevor Sie losfahren? Ich muss Eis und Schnee von den Beleuchtungseinrichtungen auch tagsüber entfernen, den Motor warm laufen lassen, Eis und Schnee von den Scheiben und Spiegeln entfernen. So. 1 und 3. Ja, weil man darf den Motor nicht anlassen so lange. Dann kriegt man soll den Motor nicht warm laufen lassen. Das habe ich letztens schon wieder gehört. Man soll nicht den Motor warm laufen lassen. Nein, das ist ja sogar verboten bei manchen Städten. Nee, das ist auch beim Bus so. Also 1 und 3 ist richtig. Den Motor warm laufen ist sogar strafbar, bei manchen Städten darf Bus nicht. Das Fiese ist, weil meine Frau fragte gerade interessanterweise, weil ob es beim Bus jetzt anders wäre halt. Ne? Das ist jetzt natürlich... Ne? Du weißt es ja nicht. Also im PKW ist es natürlich nicht normal. Jetzt heißt, hast du aber nicht so eigentlich die Grundkenntnisse, um bei Bus zu sagen, vielleicht muss er doch warm laufen. Ja, vielleicht einen anderen Motor. Genau, aber in dem Fall ist es jetzt hier 1 und 3. Und dann normal sogar vom Dach. Bei Bus ist das wieder anders gehandhabt, weil er ja Druckluft aufbauen muss. Ja, die Luft Das ist aber was anderes. Da baust du ja was auf. Du bist ja, du kannst ja gar nicht anders, weil die Bremsen ja quasi alle blockieren. Da kannst du ja gar nicht mehr fahren. Kannst du den Motor eigentlich beim Bus anmachen und lässt ihn laufen, damit die Druckluft sich aufbaut. Und jetzt davon geht man jetzt halt nicht aus, dass Druckluft aufgebaut wird. Sie müssen wegen einer Panne auf dem rechten Seitenstreifen einer Autobahn anhalten. Was müssen Sie tun? Hilfe herbeirufen, sofern Sie die Panne nicht selbst beheben können, Warnblinklicht einschalten und hinter dem Fahrzeug in ausreichendem Abstand Warnzeichen, Sicherungsmittel aufstellen und dafür Sorge tragen, dass die Fahrgäste in sicherem Abstand vom Bus und von der Autobahn bleiben. Ja, alle zwei. Alles drei. Alle drei sogar. Wir hatten beim Erste-Hilfe-Kurs hatten wir eine interessante Thematik gehabt. Und zwar ging es da nämlich um die Rettungswesten. Ja. Wie viele Rettungswesten muss ein Auto bei haben? So viele, wie die Sitze haben. Eigentlich nur eine. Nein, zufällig. Also entweder ist es mindestens zwei oder so viele Sitzplätze, wie du im Auto hast. Jonas. Also. Nein, falsch. Mindestens der Fahrer muss eine tragen. Genau. Echt? Es muss nur eine Sicherungsweste mitgenommen werden. Nee. Nur für den Fahrer. Doch. Das ist. Er hat das extra so betont, weil die Polizei oft immer darauf beharrt, dass er so viele wie Sitzplätze. Aber das war eine neue Verordnung. Ja, genau. Wir hatten das Thema gehabt, wegen den Rettungswesten und so, weil wir auch einen Unfall simuliert hatten und alles was, ne? Also es muss eine Weste muss für den Fahrer da sein, weil der Rest, der kann, wenn er nicht im PKW bleiben kann, muss sowieso an den Seitenrand. Muss hinter die Autobahn. Richtig. Also hinter die Leitplanke. In Frankreich aber pro Person. Das kann sein, dass es halt wieder von Land zu Land schon wieder anders ist. Richtig. Ja, es ist aber. Es ist gern gesehen, es ist aber nicht, falls du mal in der Polizeikontrolle reinkommst und du hast nur eine Weste bei, obwohl du 4 Sitze hast, können sie dich nicht ankriegen, weil du hast ja eine. Ja, das stimmt. Das musst du hast auch. Also du musst nicht pro Sitz eine haben, du musst pro mitgefahrenem. Nein, es hieß mal pro Sitz. Also hätten wir zum Beispiel in unserem Auto 7 Westen haben müssen. Nee, du musst pro Person eine haben. Es ist jetzt aber nicht mehr so, es ist jetzt nur eine. Eine. Ich weiß es nicht. Ich eine für sehen. Den Fahrer. Genau. So, aber wir machen mal jetzt hier weiter. So, Sie nähern sich einer Schule. Kinder verlassen das Schulgelände. Womit müssen Sie rechnen? Dass Kinder ausgelassen auf die Fahrbahn stürmen? Sich immer verkehrsgerecht verhalten, aber selbstverständlich, mit ihren Fahrrädern unvorsichtig auf die Fahrbahn fahren. 1, 3. Alles 3? Nein, 1 und 3. 1 und 3, richtig.
Weil Kinder verhalten sich nicht immer verkehrsgerecht. Nein. Genau. Das ist halt leider so traurig. Aber was ist beim Abschmieren eines Fahrzeugs zu beobachten? Nee, so zu beachten. Was? Schmiernippel müssen vor dem Abschmieren gereinigt werden? Altes und neues Fett dürfen nicht kombiniert werden. Es muss ein merklicher Fetteintrag zu erkennen sein. Also ich weiß, einen Schmiernippel kenne ich jetzt auch nicht. Ja. Warte mal, ich google mal. Was ist ein Schmiernippel? Hast du auch einen Schmiernippel? Schmiernippel. Das ist ein Bedding, wo das aufsetzt, die Presse. So. Aha. Ein Schmiernippel oder Abschmiernippel ist ein kleiner Stützenüberhänger, den ein Lager mittels einer Fettpresse mit Schmierstoff versorgt werden kann. Bei manchen Anwendungen wird auch die Bezeichnung Öler verwendet. Ja, ja gut. Weil, schreibt gerade, jetzt kommt eine LKW-Frage, ist das. Da setzt du die Fettpresse drauf. Nein! Um bewegliche Teile zu fetten. Ich hätte jetzt drei gesagt. So. Was würdet ihr jetzt sagen? Altes und neues Fett dürfen nicht kombiniert werden. Das ist richtig, oder? Würde ich sagen, ja, oder? Muss es ja erst reinigen. Den Schmiernippel müssen vor dem Abschmieren gereinigt werden. Na, eigentlich ja schon, ne? Weil sonst kannst du ja das ja auch nicht wegmachen. Es muss ein merklicher Fetteintrag zu erkennen sein? Nee, eigentlich nicht, oder? Nee, eigentlich nicht. Das siehst du ja nicht. Ja, maximal, wenn er dann rausquillt, dann ist zu viel drin. Hm. Das heißt, du hast, wo du das auf den Schmiernippel angesetzt hast und du presst und presst und dann kommt das oben aber wieder raus. Dann hast du schon zu viel drin. Also ich schreibe jetzt ja alle 1 und 3. Also darf altes und neues Fett dürfen kombiniert werden, ja? Ja, dürfen. Dürfen nicht kombiniert werden, heißt es. Dürfen 2. nicht kombiniert werden, genau. Ja, aber das ist falsch. Die dürfen kombiniert werden. Ja, es muss holst ein... ja alte Fett nicht raus. So, die Frage werde ich mir mal hier meckern. Weil das ist bestimmt eine Frage, die öfter mal kommen kann. So, 1 und 3 ist richtig, ja. Ja. Schmiernippel. Habe ich auch noch nie gehört vorher. Ja. Nee, ich auch nicht. So, das sind zum Beispiel Fragen, ja, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Warum sind solche Fragen mit drin? Weißt du, sowas kannst du einen Drogensüchtigen stellen, verstehst du, der schon mal irgendwo eine Scheiße genommen hat oder sowas, ja? Ich weiß, aber ich hatte letztens die Frage gehabt, was löst Crystal Meth aus? Ja, woher soll ich denn das wissen? Habe ich das schon mal genommen oder was? Davon müssen sie ausgehen. Nein, aber alles drei ist richtig. Ja, wollte ich gerade sagen. Es sind alle drei Drogen. Ja, es hat aber nichts in der Fahrprüfung zu tun oder in so einem Prüfungsbogen. Weiß ich nicht, das hat einfach nichts drin zu suchen, weil, warum? Wenn du Kiffer bist, kannst du halt kein Auto fahren, das ist halt so einfach so. Wenn du das machst, ist es deine eigene Schuld. Aber die können doch nicht alle Leute über einen Kamm scheren und die müssen sich hier diese ganzen Drogenfragen hier beantworten. Weiß ich, wie lange sollst du nach Rauschmittel-Dingsbums da, wann kriegst du deinen Führerschein wieder? Weiß ich doch nicht. Keine. Ja, genau. So, was haben Sie nach einem Radwechsel zu beachten? Radmutter nach kurzer Fahrstrecke nachziehen, Radmutter nach Herstelleranweisung anziehen, Werkstatt über Radwechsel informieren. Wenn ich dazu gehen, würde ich sagen, 1, aber 2 ist auf jeden Fall richtig. 2 ist richtig, ja. Radmutter nach kurzer Fahrstrecke nachziehen, das finde ich Quatsch. Und Werkstatt über den Radwechsel informieren? Nein. Macht man auch nicht. So, Phase würde 1, 2 und 3 sagen. Okay. So, 1 und 2 Radmutter. Kommt jetzt drauf an, ob das sich da um einen Bus oder um LKW und alle handelt. Naja, also... Ja, dann muss man 1 definieren. Kurzer Fahrstrecke. Okay, macht man in der Regel 50 Kilometer. 2 und 3, ja. 1 vielleicht. Ich würde auch... Wie ist jetzt die kurze Fahrstrecke definiert da? Also, Origami sagt, er würde auch alle sagen. Namelas schreibt 1 und 2... Basis würde auch 2 und 3 sagen und vielleicht 1. Also ich würde tatsächlich auch 2 und 3 vielleicht sagen, ne? Aber... Naja. 3 nicht. Nochmal vorlesen. Was haben Sie nach einem Radwechsel zu beachten? Radmuttern nach kurzer Fahrstrecke nachziehen? Ja. Radmuttern nach Herstelleranweisung anziehen? Werkstatt über Radwechsel informieren?
Also imponieren hab ich nie gehört, dass man es machen muss. Also ich muss, wenn ich jetzt einen Radwechsel vorhin nochmal, weil ich eine Panne hatte, fahre ich ja auch in die Werkstatt und sage, ich musste meinen Pannenreifen benutzen. Ja, das ist ja wieder was anderes. Hast du einen Pannenreifen oder hast du einen Ersatzreifen? Naja, ein Ersatzreifen ist ja ein Pannenreifen. Das ist doch hinten. Nein, nicht zwingend. Es gibt einen Ersatzreifen, das ist ein fünftes Rad, das mit den anderen übereinstimmt. Ja. Oder einen Pannenreifen, womit du eine gewisse Geschwindigkeitsbegrenzung hast. Ja, das sind dann dünnes, gelbes. Das ist wieder ein großer Unterschied. So, die würde jetzt 3 Punkte kosten. Ich markiere mir die mal, weil ich finde sie ganz interessant. Ja. Der Fabi schreibt auch, bei Bussen musst du aber über alle Änderungen melden. Richtig, das ist nämlich das, was ich meine. Aber geht nur von einem Bus oder von einem Auto? Das ja, aber wie gesagt, du gehst ja trotzdem, weil du ja dein, du hast ja ein Reserverad, hast du ja benutzt, gehst du ja trotzdem in die Werkstatt und sagst, ey, pass auf, ich hatte einen Reifenschaden, guck mal nochmal vielleicht drüber oder sowas. Oder mach bitte. Also ich würde tatsächlich sagen 2 und 3. Ja, falsch. Ja. Ein Busfahrer wechselt keine Reifen. Ah, ich hatte recht. 1 und 2. Radmutter nach kurzer Fahrtstrecke, was nicht richtig definiert ist. So, wollen wir mal gucken. Eigentlich 50 Kilometer an der Rehe. So, richtig. Setze die Radmutter zunächst nur mit der Hand auf und drehe sie vorsichtig ein. Achte dabei darauf, dass der Kegelbund der Radmutter gleichmäßig in das Schraubenloch der Felge gezogen wird. Dann ziehst du die Radmutter so wie in der Betriebsanleitung beschrieben an. Also da sich das Rad nach kurzer Fahrstrecke lockern kann, besonders wenn die Schrauben doch nicht so gut an allen Schraublöchern eingezogen wurden, musst du die Radmutter nach kurzer Strecke nachziehen, zum Beispiel beim nächsten Parkplatz oder eventuell auch zusätzlich nochmal nach ca. 50 Kilometer. Vieles spricht sowohl beim LKW als auch beim Bus dafür, einen professionellen Pannenservice zu beanspruchen. Ist alles gut gegangen, besteht kein Grund, die Werkstatt über den Radwechsel zu informieren. Du musst allerdings dafür sorgen, dass bei nächster Gelegenheit entweder das Reserverad wieder ausgetauscht oder ein neues Reserverad an Bord genommen wird. Also bei uns, bei der Busse... Origami schreibt, okay, wir lernen mit dir. Ja, das ist ja genau das, was ich so wollte, weißt du? Ja, deswegen sagte ich ja bei 1, weil da steht bloß kurze Fahrstrecke. Das ist nicht großartig. Das ist etwas, was ich mich tatsächlich auch bei der DEKRA beschwert habe, dass manche Fragen so undeutlich definiert sind, dass man da gar nicht genau weiß, wie man da jetzt antworten soll. So, warte mal, Idi schreibt, also nach einem Reifenwechsel musst du nach oder solltest du nach 50 Kilometer wieder nachziehen, schreibt Idi gerade. Ja. So, so ist die Rede eigentlich. Guck mal, ja, hier, ÖPNV, sag ich schon. Fahrer schrieb nämlich auch, bei Bussen musst du aber alle Änderungen melden. Ja, normalerweise müsstest du dein Dings sagen, aber gut, vielleicht macht der mit der Werkstatt, keine Ahnung. Was ich ja witzig finde, Fahrer sagt hier, du hast ja am Bus eine Veränderung vorgenommen und das kaputte Rad muss doch repariert werden. Fahrer, hast du mal gesehen, wenn ein Bus oder ein LKW-Reifen platzt, dann ist ein Bums hinter, da kriegst du nichts mehr. So, hab seit Donnerstag die App und hab jetzt schon nur noch so 4 Fehlerpunkte. Na, meine Fehlerpunkte halten sich bis jetzt auch im Rahmen eigentlich. Ja, also aber ich benutze sie tatsächlich erst seit heute, wirklich. Okay. So, worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Ampel. Auf einen Bahnübergang mit rotem Blinklicht, auf eine Ampel oder auf eine Zollstelle? Ganz Ampel. Klar, ist eine Ampel, ne? Da brauchen wir uns. Das ist jeder eigentlich. Brauchen wir uns nicht weiter zu unterhalten ich drüber. Hier. Welches Verkehrszeichen gibt an der nächsten Kreuzung Vorfahrt? 1, 2 oder 3? 2. Ah, Quatsch, dein Vorfahrt beendet. Falsch. Nummer 1. Also in dem Sinne gibt ja 3 auch Vorfahrt, aber nicht an der nächsten Kreuzung. Genau, das ist ja ein Hindernis. Ja. Ja. Die 1 ist ja, genau, für die nächste Kreuzung, ist eine einmalige Vorfahrt. Du hast eine einmalige Vorfahrt und dementsprechend ist dieses Schild dann. Wäre die 2 nicht durchgestrichen, wäre es auch Vorfahrt gewesen. Ja, genau, das ist es ja, was ich meine. Du sagst 3 aber auch bei Engpässen. Aber das ist ja, ein Engpass hast du meistens nicht bei Kreuzungen. Ja. Genau, weil hier steht ja, welches Verkehrszeichen gibt an der nächsten Kreuzung Vorfahrt? Deswegen meine ich ja, die Frage richtig lese. Die Karete sagt immer 1. Oh, wie viele betriebsfertige Feuerlöcher müssen in einem Bus Eindecker mindestens mitgeführt werden? Ja, ich glaube. Ab 12 Fahrgastplätzen 2 Feuerlöcher oder insgesamt 1 Feuerlöcher? Ich glaube 2. Wir haben 2 in den Busse. Oder, also, nur mal so als Nebensache. Ich kann mich täuschen. Ich glaube, in den Scania-Bussen, den wir haben, ist vorne am Fahrerplatz ein Feuerlöscher. Und ich glaube tatsächlich, hinten ist noch ein Feuerlöscher. Ja, das stimmt. Bei uns haben da vorne beim Fahrer einen und dann sind aber die so. Ich glaube, einer ist nur vorgeschrieben. Ich glaube, nur die BVG geht auf Nummer sicher irgendwie. Aber ich glaube, einer ist eigentlich ausreichend.
Also ja. Ich bin mir jetzt auch der Meinung, eigentlich, es muss nur ein Feuer. Genau, und ich habe ja auch schon einen gekreuzt. Also ein Feuerlöcher, würde ich sagen. Schauen wir mal rein, ne? Ja. Ja. Also, es spielt keine Rolle, egal. Ja. Ich glaube auch beim, wenn es ein Gelenkbus ist, glaube, hast du auch nur einen dabei. Also, ja, ich bin nicht sicher, ob ich hinten auch einen habe. Ich weiß auf jeden Fall, vorne am Fahrerplatz ist einer. Offiziell haben aber zwei mit dabei, wenn einer vielleicht nicht geht. Ich weiß tatsächlich nicht, wie es beim Doppeldecker aussieht. Hat der oben auch nochmal ein Feuerlöcher? Nein. Nee. Nur unten am Fahrerplatz. Musst du da mit dem Ding da hochrennen oder was? Ja. Machst du meistens. Ja, nee, weil ich überlege gerade, ich bin nun ein bisschen fülliger Mensch, ja. Also manchmal komme ich schon schwer da hoch bei so einem Doppeldeckerbus, verstehst du? Weil es schon sehr eng da drin ist. Und dann hast du da noch deine fette Pulle dabei? Ja. Extra das Frage an Bio, Minimum 4 Kilo oder 6 Kilo? Oh, das habe ich keine Ahnung. Genau, das war es, was ich meinte, Phasis. Wahrscheinlich haben unsere Busse nämlich auch zwei. Aber wie gesagt, ich kenne nur, also der eine, der offensichtlich ist, ist vorne am Fahrerplatz. So, Patrick Jen schreibt, Pflicht ist einer, manche nehmen lieber zwei zur Sicherheit. Sicher. Doppeldecker, einer am Fahrerplatz, obere Ebene im Fahrgastraum. Siehst du, guck mal, Nabla schreibt nämlich auch, dass oben auch noch einer ist. Echt? Aber nicht bei unseren MRNs. Vorne beim Fahrer. Also ich wüsste nicht, wo da einer sein könnte. Da kannst du ja nächstes Mal. Leon Gamer schreibt auch, Doppeldecker haben zwei Feuerlöcher. Ist bei unseren Fluren in der Schule auch so. Wenn ich mal wieder einem MRN fahre, dann suche ich mal oben nach dem Feuerlöcher. Das Problem ist, ich brauche meine Leute nicht fragen auf dem Betriebshof, weil die haben keine Doppeldecker. Wollte gerade sagen, ne? So, wie schätzen Sie diese Situation ein? Also, wir haben hier eine Frau, die steht. Wir haben hier einen Typen, der seinen Roller schiebt. Wer schiebt, der liebt. Nee, wer liebt, der schiebt. Der schiebt, der fliegt. So, der Fußgänger mit dem Mofa kann plötzlich die Richtung ändern. Ich kann unvermindert weiterfahren. Die Fußgängerin kann unachtsam die Fahrbahn betreten. Kann auch sein, dass sie einfach über Straße rennt. Bin aber drei schon fast unnötig. Drei sind zu viel. Also wie gesagt, beim Doppelstockbus, also Doppeldecker, ja, würde ich auch sagen zwei, aber beim Gelenk würde ich da nicht, da würde ich auch nur einen mitnehmen, ne? Die Frau sieht wie die eine aus Omsee aus. Ja, ein bisschen, ne? Also die Fußgängerin, würde ich sagen, ne, kann unachtsam die Fahrbahn betreten und der Fußgänger mit dem Mofa kann plötzlich die Richtung ändern. Also, ja, genau. Ja, richtig. Eins, zwei. Guck mal hier, TV-Gamer schreibt auch, ist das die Frau aus Omsi? Jetzt weißt du, woher die Omsi-Figuren kommen. Ich glaube, die Grafik ist auch mit Omsi so ein bisschen. Also wenn man sieht, bei wen heult denn das arme Kind, das ist bei mir, Patrick. Du, wenn du dir so die Grafik von den Häusern anguckst, könnte mit Omsi zusammenhängen. Ja, die haben zu viel Omsi gespielt. So, welche Gefahr besteht, wenn Sie durch die Nutzung elektronischer Geräte während der Fahrt abgelenkt werden? Ich kann von meinem Fahrstreifen abkommen, mein Anhalteweg kann sich verkürzen. Aha, ich kann Verkehrszeichen übersehen. 3-1-4-1-5-9-2-6-5-4. So, natürlich, ist ganz klar, aber mit den heutigen Autos kann das eigentlich nicht mehr passieren, weil der schiebt dich ja sofort wieder zurück. Kommt drauf an, mein Wagen hat zum Beispiel keine Spurhalteassistenz. Ich auch nicht, aber wir müssen ja von den neueren Fahrzeugen ausgehen heute. Ne? Ja, gut, aber ich gucke sowieso nicht aufs Handy. Schmeißt du doch endlich ins Bett. Ich guck sowieso nicht aufs Handy, wenn ich Auto fahre. Ja, so, ich kann Verkehrszeichen übersehen, natürlich. Ja, schmeißt Kind. Nein, 53 Minuten. Oh, entschuldige bitte. Ja. So, 1 und 3, genau, 2 ist Quatsch. Wir machen die Aufgaben noch zu Ende und dann passt es. Ja, ab ins Bett mit Jonas, ja. Ja, schmeiß Kind weg, Dennis fängt auf. Was? Da muss er aber weit werfen. Sehr hübsch, oder? Sehr hübsch. Deswegen, Leute, Kondome schützen, wirklich. So. Du liebst deine Kinder trotzdem. Ja, da hat Bio gespart. Ich bin ein ekelhafter Vater, ich weiß das, danke. Du hast noch nie gesagt, wie schön das ist mit Kindern. Naja. Ein Korbwurf, wie er im Buche steht. Ja, wir machen hier morgen an der Stelle weiter. Ihr seht, 12% der Statistik haben wir. Richtig beantwortet haben wir 105, bearbeitete Fragen 108. Also eine Fehler, oder mal drei Fehler. Und dann, können wir hier uns morgen dann nochmal eine Stunde ransetzen. Und wie gesagt, das machen wir jetzt täglich, damit wir uns das hier langsam mal in den Kopf prügeln. Und dann machen wir das jeden Tag jetzt, Leute. Jeden Tag eine Stunde. Training. Bedanke mich, dass ihr dabei wart und zahlreich hier mitgemacht habt. Wir sehen uns dann morgen dann zum nächsten Mal wieder. Denn bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Ciao. Ciao.
Bio-Fahrschule jetzt, ne? Bio-Fahrschule.